Hallo zusammen, mein Name ist Marc Rabah, ich bin 48 Jahre alt und Gästeführer für und in der Stadt Heilbronn. Mein Kollege Alex, das ist der hinter der Kamera, hatte die köstliche Idee, den Werdwiesenpark in die Reihe der Sehenswürdigkeiten aufzunehmen. Und ich fragte mich bei der Anfrage, na, was ist denn hier wohl sehenswert? Und bin tatsächlich zum Schluss gekommen, der Werdwiesenpark hier in Heilbronn ist keine Sehenswürdigkeit. Den muss man nicht sehen, den muss man erleben. Den muss man erleben wollen und erleben dürfen. Und das alles kann man hier. Ganz kurz zur Geschichte, das könnten Sie sich auch ganz kurz zusammenlesen, deswegen nur ein kleiner Abriss. Den Park hier, den Sie hinter mir in seiner ganzen Größe und Breite sehen, der wurde 1985 anlässlich der Landesgartenschau eröffnet. Und nach 3 Jahren Planungsphase entstand dann dies, was Sie hier hinter mir sehen. Natürlich noch nicht in dieser Pracht. Der Baumbestand wuchs über die letzten 30 Jahre natürlich. Alles hat sich hervorragend und prächtig entwickelt. Hier blüht und gedeiht. Und zu Anfang hatten die Heilbronner vielleicht gar keine Idee, was sie mit dem Park anfangen sollten, ne? Und was gibt so ein Stadtpark großartig her? Was sie im Park so anbieten, ne? Grünfläche, Bäume, Teiche, kleine Tierchen, Entchen, sogar Nutrias gibt es hier und so weiter. Die Heilbronner haben aber diesen Park im Laufe der Jahre zu ihrem Park gemacht, auf eine ganz eigene Art und Weise. Ging folgendermaßen vor sich, die ersten haben sich hereingetraut mit einem kleinen Grillen, gingen hier auf die Wiese, haben da was drauf gebrutzelt und einen schönen Sonntagnachmittag verbracht. Im Laufe der Jahre wurde das hier zum schönen Heilbronner Brauch. Wenn sie keinen Garten haben zu Hause und keine Möglichkeiten, sich ins Freie zu setzen, dann haben sie hier. Hier können sie alles mitbringen, alles, was sie gerne um sich haben, ob das Sportgeräte sind, ob sie einen Grill hier aufstellen, ob sie mit Freunden herkommen. Hier können sie alles tun, sprechen, lachen, lieben, grillen, essen, trinken und einfach eine schöne Zeit haben. Wie zum Beispiel auch eine neue Tradition seit 1985. Sämtliche Heilbronner Schulklassen, die ihre Abschlusszeit verbracht haben, finden hier ihren End- und Höhepunkt in einer großen Feier, die jede Klasse für sich selber organisiert. Und es ist immer herrlich zu sehen, wie die Menschen, die Leute sich freuen und die den Park, die Umwelt und die Stadt genießen. Das ist im Wesentlichen, was den Park ausmacht. Es gibt allerlei Freizeitmöglichkeiten hier. Wenn ich zu einer Linken gehen würde, hätte ich eine wunderschöne Minigolfanlage, die in Top-Zustand ist. Ist nämlich eine Bundes-Minigolfanlage, habe ich mir sagen lassen. Sogar mit wettkampffähigen Bahnen. Zu meiner Rechten würden Sie unweit, das machen wir vielleicht nachher kurz, in einen wunderbaren Biergarten kommen. Übrigens auch zu dieser Seite. Dann habe ich Werbung für beide gemacht. Da können Sie ein schönes Bier genießen und Freunde treffen, ein bisschen was trinken, essen und einfach nur beisammen sein. Ob Sie das hier tagsüber im Park machen oder um den Park herum, ist vollkommen wurscht. Es findet sich ja alles 5 Meter fußläufig von hier. Heilbronns größte Schwimmbad, die Neckarhalde. Und wenn Sie ein bisschen spazieren gehen möchten, wenn Sie gerade hier durchgehen, 500 Meter weiter, kommen Sie an die wunderbare Neckarpromenade. In 1 Kilometer sind Sie in der Stadt und haben wieder den Garten hinter sich gelassen und die Stadt bei sich. Und das ist, was den Werdwiesenpark im Prinzip ausmacht. Kommen Sie her, haben Sie eine schöne Zeit, genießen Sie es. Lieben Sie den Park, lieben Sie das Leben und seien Sie gerne bei uns in Heilbronn. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.